Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ich denke mal, viele von euch kennen schon, ich bin etwas spät dran. Ehrlich gesagt, wollte ich das Spiel erst auch nicht machen. Vorhin hat es mal eigentlich meine Frau. Ich habe es auch schon bei vielen gesehen, aber allerdings nicht wirklich angeguckt. Ich habe von dem Spiel keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist halt eine Mischung aus Animal Crossing, Minecraft, Stardew Valley, irgendwie von jedem ein bisschen was drin. Es ist auch ein bisschen Survival mit drin. Aber was mir halt gefällt, man kann quasi, wenn man will, sich aus nix alles aufbauen. Aber das weiß ich auch nicht genau, das gucken wir uns zusammen an. Das Spiel selber ist noch eine Early Access Phase, wurde von einem einzigen Entwickler entwickelt, aus Australien. Dessen ist das ganze Spiel auch australisch angehaucht, mit Kängurus und so Kram. Und es ist noch auf Englisch. Es soll, soweit ich weiß, später im Release in mehrere Sprachen übersetzt werden, unter anderem auch Deutsch. Aber das wird wohl noch etwas dauern. Momentan hat er erstmal neuer Inhalt vor. Wenn wir das Game mit euch zusammen mal gemeinsam angucken, ob das Ganze nun Let's Play wird, kann ich noch nicht sagen, je nachdem, wie es euch gefällt. Deswegen ist es jetzt erstmal einen sogenannten Let's Test. Ich verspiele das gerade mit Controller, aber irgendwie funktionieren die Tasten gar nicht. Gucken wir uns das erstmal an. Auf jeden Fall, was nehmen wir denn für eine Farbe? Was passt denn am besten zu mir? Warte mal, ich muss mal kurz in die Option. Controller-Einstellung, das dienen wir was nicht. Kann man überhaupt was einstellen? A ist also Close und B ist Interact. Okay. Ist schon ein bisschen komisch, aber wird schon stimmen. Normalerweise ist A, also was hier die rote Taste ist, bei mir eher zum Bestätigen. Aber gut. Wird schon stimmen. Gehen wir hier rein. Ja, gut, das ist ein bisschen käsig. Ja, nehmen wir das, wa? So, was nehmen wir denn mal? Was passen wir denn mal hier denn eben? Naja, gut. Man kann das Ganze auch mit Maus und Tastatur spielen, so ist es nicht. Ich habe das gehört, es soll mit Controller halt einfacher sein. Aber da muss ich mich reintesten. Naja, gut. Es gibt nicht wirklich viel an Frisuren. Ich meine, gut. Das ist, ja, alles klar. Ja, gut. Wir nehmen das. Dann sehen wir ein bisschen ein Ninja aus, ne? Aber die Haarfarbe, die muss ein bisschen anders. Das ist mir zu blond. Das ist mir zu rot. Nehmen wir das, wa? Das passt doch. So, Augen. Dann dreh dich mal richtig, mein Freund. Ja, okay. Das sind mir zu lange Wimpern. Das ist mir zu glubschig. Das ist mir zu eckig. Das ist mir zu klein. Da sind die Wimpern auf der falschen Seite. Na gut, das passt doch. Das sieht so richtig trantütig aus. Natürlich in Blau. Das muss blau. Was ist das jetzt? Das ist die Nase. Ach so. Alter, was für ein Riesenzinken. Alles so komische. Wenn nimm dir, die fällt zumindest nicht so auf. Ja, so ein Grinsemund, so ein Knutmund. Na, wollen wir Sprossen passt jetzt auch nicht. Nee. Der passt doch. Genau. Was haben wir hier? Das Klamotten? Jo. Ah, auf keinen Fall rosa. So, das sieht so gestreift aus. Das passt doch. Das passt doch. Ja, schwarz ist mal gut. Gut. Wie ist dein Name? Und wie ist der Name der Insel? Okay, ja. Das kriegen wir schon hin, ne? War mein Name. Da nenne ich mich ganz schlicht und einfach. Warte mal, kann man das nicht mit der Tattoo machen? Einfach einfacher, ne? Moment. Wenn nicht, doch, können wir. Das wäre doch einfacher. Den nehmen wir uns einfach. So. Nussi, und wie nehmen wir die Insel? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das Ganze spielt ja aus Australien. Ja, ich habe keinen festen Namen für sowas. Ich nenne es immer anders. Aber Nordaustralien, das passt. Nee, das wäre auch zu langweilig. Das wäre. Ja, wie nennen wir das Ganze? Da das Ganze wahrscheinlich wieder ausartet. Ich kenne mich doch in irgendwelche Riesenbauprojekte. Nimm es Utopia. Das passt doch. Sehr schön. So. Den gehe ich jetzt aber wieder auf Controller rüber. A long time ago, a ring friend souls. Nach einer langen Zeit aus dem Süden. Ja. Hey, warum geht der Text so schnell, sag mal? Ich drück nicht mal, so schnell kann ich nicht lesen. Gut, dann lassen wir das mal bleiben.
gesagt, ich kann zwar einigermaßen Englisch, sagen wir mal gebrochen, gibt's aber auch offen zu, nicht fließend, alles verstehe ich sowieso nicht, aber ich denke mal, mein Englisch wird ausreichen, um zumindest zu kapieren, was wir hier im Spiel machen müssen. Die deutsche Übersetzung wird ja noch etwas auf sich warten lassen, aber es wird kommen. So, looking for a young gator company to me old home Utopia. Voyager. Sei ja so schnell, kann ich nicht lesen. So schnell kann ich definitiv lesen. Auf jeden Fall wird gesucht für das Eiland Utopia. Oh, das bin aber nicht ich hier, oder? Das ist Oma da vorne. Das ist die gute Oma. Oma ist immer gut. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das hier so ein bisschen aus. Ich weiß, das soll Schnee sein, aber er sieht so ein bisschen aus wie die Stadt Silent Hill, voll mit Asche. Ah, hier ist schon besser. Oh, wir landen in Utopia. Sehr schön. Jo, jo, alle Passagiere, verlassen bitte nach der Landung das Schiff, wissen wir. Also die Texte gehen hier aber wirklich sehr schnell weg, ne? Wie soll ich das so schnell vorlesen? Fletcher ist die Oma. Okay, ich nenne dich trotzdem einfach Oma. Wir sind gelandet, jo. Viel Spaß in neuem Adventure. Naja. In South City. Ist gut, gut, gut. Ah, ich bin die richtige Person für den Job. Naja, naja. Oh, der Look at Wolf Fletch Waffle On. Gut, das ist wieder das Morning. Das Wort Waffle sagt mir jetzt nichts. Nehmen wir einfach mal davon. Gehen wir mal davon aus, Fletch hat eine Waffel. So. So, den wollen wir mal. Gut, gucken wir uns erstmal um. Ja, jetzt erstmal das Tutorial laufen. Wie gesagt, ich laufe gerade mit Controller. Wenn die Controllersteuerung. Ah, das ist die Kamera. Alles klar? Oh, die geht aber. Die geht aber. Gut, gehen wir erstmal raus. Sehe schon. Ey, mein Zeppelin haut ab. So, was soll ich jetzt machen? Wow. Frische Luft. Wir zurück in Utopia, ja. Okay, wir sollen jetzt erstmal Fuß fassen. Okay. Okay, okay, okay. Das ist jetzt meins. Und wir sollen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Zelt setzen. Ist das jetzt meins? Ja, oh. Wiederhol dich doch nicht so oft, Ome. Viel Glück, juhu. Was ist denn das? Das sieht aus wie Schokäse. Okay, das soll aber ein Zelt sein, alles klar. Ah, die Inselkarte, sehr schön. Wir sollen jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob das meins ist oder von Oma, aber wir sollen uns jetzt hier, was ist denn das? Ach, das Inventar, alles klar, jo, jo, dann lass mal hier. Wie schließe ich denn das wieder? So. Ich muss nochmal in die Kontrolleinstellung nach der Aufnahme, weil irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt zeige ich mir gerade die Xbox-Controller-Einstellung an. Ich spiele aber nicht mit dem Xbox-Controller, ich spiele mit einem Switch-Controller. Ja, wo setzen wir uns denn mal hin, ne? Oder wenn es überhaupt unser Zelt ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir hüpfen, sehr schön, sehr schön. Das ist doch schon eine schöne Gegend hier, ne? Wie groß ist denn die Karte? Halleluja! Okay, warte mal, hier sind die Docks, da würde ich schon gerne in der Nähe bleiben. Ich weiß ja nicht, was wir hier noch alles haben. Aber das erscheint mir hier schon relativ klein, ehrlich gesagt. Hier ist schon mehr Platz, ne? Würde ja schon gerne eine kleine Stadt aufbauen oder hier, aber es sieht so bergig aus, ne? Versuch mal hier auf die Insel zu kommen. Oh, Markierung gibt's auch. Okay. Ich gehe mal hier. Ich weiß nicht, ob wir da rüberkommen. Aber hier so ein kleines Citychen aufbauen oder so. Wir brauchen ja Platz. Hier so anfangen. Ja, das müsste gehen. Wie baue ich denn das Ding jetzt auf? Ich meine, es ist ja nicht wirklich eine Erklärung hier. So springe ich. Ah, Y. Alles klar, Y. Okay, so platziere ich dort. So drehe ich das. Naja. So passt aber schon. Da ist Ginzel. Ja, setzen wir da hin. Jo, das ist ein guter Platz. Sehr schön. Und das auch mal wieder. Siehst du mal.
Jo, das passt schon so, Ome. Das ist absolut perfekt. Willkommen, Utopia. Ja, Ome, sappel mir gar nicht mal dazwischen. Ja. Ach, okay. Das war also nicht mein Zelt, das war ihr Zelt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Jojo. Ja, Ome. Die sammeln hier aber ganz schön viel, ne? Jetzt kriege ich erst meins. Alles klar. Das war also Omis Zelt. Okay, okay. Dann soll ich jetzt noch meins aufrufen. Wo ziehe ich denn hin? Wer ist in die Nähe, wa? Was haben wir hier? Koffer, Offer? Können wir die öffnen? My Travel Bag. Ist super viel drin. Nehme ich gar nichts. Was ist das? Crafting Tisch? Ah, wenn ich es jetzt richtig sehe. Zaun, Weg, Fackeln, Kochtisch. Okay, und hier ist nochmal ein Crafting Tisch. Okay, okay. Nein, 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 nein. Ich will jetzt nichts herstellen. Das ist ein Briefkasten, oder was? Donations? Okay. Ja, okay, da kann man erstmal Geld spenden. Alles klar, ich besitze null Geld. So, kümmern wir uns erstmal um unser Zelt, wa? Das ist wohl erstmal... Wenn wir hier... Dann muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich was hinbekomme. Wenn wir hier eine Stadt oder sowas aufbauen wollen... Den... Sollte man das natürlich nicht zu dicht beieinander bauen, aber auch nicht zu weit auseinander. Aber ich persönlich brauche ein bisschen Platz. Wir kennen ja diese Ausuferung. Dann setze ich mich hier mal hin, wa? Hier geht nicht. Wieso geht hier nicht? Hier geht. Hier geht auch. Gut, dann stellen wir unser Zelt erstmal hier hin. Jo. Entschuldigung, aber der Baum muss für den Baufortschritt weichen. Das ist unser Zelt. Sehr geräumig. Ja, null Möbel, wie immer. Das kennt man schon. Wow, die Kamera muss ich mal wirklich gewöhnen. Ich sitze etwas umständlich, aber gut. Das kriegen wir schon hin. So, dann kommen wir her. Umi, was willst du? You found a good play. Yo, aber selbst es steht, ich habe einen guten Platz gefunden. Willkommen, ja. Sehr schön. Ah ja, ich soll auch mit Leuten reden. Ja. Hier ist doch gar nicht. Du bist doch nur hier, Umi. Mit wem soll ich denn reden? Okay. Traveling Trader John. Es gibt auch so einen Händler. Okay. Nee, den habe ich noch nicht gesehen, du. Ich weiß nicht, wo er ist, du. Okay. Ja, wo ist er denn? Ey, oh. Yo, ich weiß, ich will ja hin, dann hör doch auf mich, Omi. Danke, joho. Mann, hat die Sappelwasser getrunken oder was? Okay. Das ist, eine Liste oder sowas. Wir sollen danach wieder mit Fletch reden und wir sollen das hier platzieren. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Wie gesagt, so perfekt ist mein Englisch auch nicht. Und das kriegen wir schon hin, Ich setze das erstmal hier hin. Wir finden das schon raus, gemeinsam. Alles kein Problem. Oh, nee, jetzt weiß ich, was es ist. Jetzt weiß ich es. Ich habe am Text nicht ganz aufgepasst. Wir sollen ja den Trader John herholen. Das ist sein Zelt, ne? Ademor, der soll nicht so dicht bei uns hin. Nee. Den will ich definitiv nicht bei mir in der Nähe haben. Ich brauche Platz. Und wenn wir einen Dreck hier neben Fletch pflanzen, geht das? Mal googeln. Ja. Alex ist der ein bisschen weit hinten. Ich will das schon symmetrisch haben. Und ich kriege hier vorne die... Klappt das, können wir später. Aber aktuell nicht. Die Erde nicht weg, ne? Und darauf achten, dass es auf gleicher Linie steht. Ist das gleich? Ja, ne? Ein bisschen Platz dazwischen kann dann auch nicht schaden. Da kann man mal einen Weg zwischen machen oder so später. Ah, ich glaube, so passt das. Erstmal. Ich glaube, man kann die Gebäude später auch noch umstellen. Wenn ich mich nicht täusche. Okay, ja, gut. Dann reden wir erstmal mit Ömi. Was war das? Hab ich mich erschrocken. Ich habe nicht gesehen, auf wie schnell das war, aber irgendwas hat mich da gerade attackiert. Ah, okay.
Jo, ich hab's gesehen, Umi. Ah ja, ihr Vater wurde geboren, hier geboren, ja. Wir haben Geld, ja. Milestone, also Meilensteine gibt's ja auch im Adventure, okay. Wir sollen also bestimmte Aufgaben erfüllen, alles klar. Joho, ich will ja reingucken ins Adventure-Journal. Omi, danke. Da haben wir es. Sehr schön. Wie komme ich da rauf? Joho, ist eine Challenge. Wissen wir Meilensteine und so weiter. Ich vermute mal, damit schalten wir bestimmte Sachen frei. Es gibt also auch Dailies, tägliche Aufgaben. Die stehen im Journal. Alles klar. Und dann gibt es Punkte, ja. Ist ja gut. So, das kann man da auch kurz und knapp erklären. Ja, es ist Zeit zum Essen. Jo, da gebe ich dir recht. Essen ist immer gut. Ich soll also ein Campfire, also ein Lagerfeuer kriechen im Journal, ja. Den machen wir mal. Camper, Explorer, okay. So, das ist, wenn ich mal umstehen will, oder wie, oder was? A place to rest your head, your home, new home for who? Ja. Will ich aber nicht. Und das? Ach, das da unten sind die Dailies. Ich sehe gerade schon. Zur Storzi. Okay, achso, das hab ich schon gemacht. Alles klar. Das sind die Belohnungen. Jetzt hab ich's kapisch. Alles klar. Jo, das hab ich schon gemacht. Also, hier gibt's aber ordentlich Aufgaben, ne? Okay, und das sind die täglichen Aufgaben da, ne? Da gibt's nochmal 30 für 50 für... Ich weiß nicht, wofür die Scheine damit Sternchen gut sind. Sammel 3 Büschleim. Also, das müssen... Wenn ich es jetzt richtig übersetze, 3 Limonbüsche sein. Oder Zitronenbüsche. 2 Käfer, also 2 Schmetterlinge oder so. Und ein Item craften. Und hier. Was zu essen für Fletch. Okay. Ah, das sind Sachen, die man bestimmt sammeln kann. Okay, Farming Level 0. Okay, das kann man auch alles hoch. Fotos, Animals. Das finde ich schon noch raus. Jetzt muss ich aber erstmal googeln, wie ich überhaupt die Käfer und das einfangen soll. Und mich hat da irgendwas attackiert. Ich brauche eine Waffe oder sowas. Aber anscheinend kann ich nichts dergleichen herstellen. Weil Zäune, das bringt mir ja nichts. Fackel, gut und schön. Das brauche ich wahrscheinlich auch. Oh ja, da brauche ich aber jede Menge Sachen für, die ich nicht habe. Wie genau soll das denn hier ablaufen, Fletch? Kannst du mir das mal verraten? Wie komme ich ran an die Sachen? Das wäre sehr schön. Okay, das ist für online, Emojis und sowas. Das sind die Aufgaben, die da unten stehen, alles klar. Aber wie komme ich denn jetzt an die Sachen? Ich meine, das steht ja nicht mal ein Rezept drin oder so für Werkzeug. Hier, wenn ich auf Werkzeug gehe, komplett alle. Ju, hat Fletch vielleicht noch irgendwas zu sagen oder so? Ah, mal googeln. Achso, ich soll erstmal Früchte finden. Achso. Hier, ja. Wissen wir an Bäumen und Büschen. Danke. Ich weiß, was ich wollte. Danke. So, vielleicht kriegen wir es noch. Ich weiß auch nicht, was mich hier attackiert hat. Aber gehen wir erstmal auf die Suche, würde ich sagen. Nach Büchern und so weiter, ne? Das ist ein Dingo oder sowas? Finden wir schon. Alles kein Problem. Was summt denn hier so? Oh, ich glaube, ich weiß, was mich attackiert hat. Da schwimmt ein Kroko.
Ich weiß nicht, ob man hier noch Waffen oder sowas kriegt, aber... Es sieht ja auch aus wie Ads und sowas hier, aber... Jetzt erstmal hier, hier, hier. Das sind diese komischen Dinger, ne? Hier, genau. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen. So, wollen wir noch mehr finden, oder? Ich brauche ja selber auch was zu finden, ne? Hier ist auch irgendwas. Ah, die Kamera ist gewöhnungsbedürftig. Sehr gewöhnungsbedürftig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ich glaube, das reicht auch, ne? Vielleicht soll man nicht so verfressen sein. So, wir nehmen die zwei noch. Den reicht das voll und ganz? Was ist das? Gummi. Oh, Gummiholz. Okay, Gummibaumholz. Alles klar. Wir gehen erstmal zurück, wenn ich mir nicht verlaufe. Wo war das? Da. Da muss ich aufpassen. Das geht bei mir schneller, als man gucken kann. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie sehe ich auch gerade, dass beim Schwimmen unsere Energie runtergeht. Das heißt, man darf ja nicht allzu lange schwimmen. Wir haben das direkt vor der Tür und ich laufe da hinten hin. Gut, Flitsch. So, das ist unser Ziel. Alles klar. Den kommen wir mal, Lady. Den kommen wir mal. So. Ja, wir haben was Schönes für dich. Ah, jetzt kriegen wir das Rezept fürs Lagerfeuer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Juhu, ich weiß, was ein Lagerfeuer ist, Lady. Ah, sehr schön. Stein. Wie kriegst du Stein? Da ist das Lagerfeuer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir gleich mal eins ausstellen, oder? Bei uns vor der Tür, würde ich sagen. Erstmal. So, wie baue ich denn das Lagerfeuer? Sag mir jetzt bitte... Warte mal, ich glaube, ich muss an die Werkbank. Moment. Ja, da ist es. So, wie baue ich das denn? Drei Steine und zwei Gummiholz. Okay, Gummiholz allein schon. Crafting. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Den. Wie gesagt, er ist aber uns vor die Tür, würde ich sagen. Kann man ja später, wie wächst. Hier so. So, und hier kann ich jetzt mein Essen brutzeln. Oder? Nein, du solltest doch nicht aussammeln, Mensch. Hier, steh wieder hin. Ich wollte doch mein Essen brutzeln. Wie kriegen das da rein? Kann ich anscheinend nicht brutzeln. Ah, es geht nicht alles. Okay, die gehen, aber das andere geht nicht. Gut, den brutzeln wir das mal. Wie lange dauert das jetzt? Ich weiß es nicht. Nein, 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 Wasser, 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 Wasser. Oh. Alter, das Lagerfeuer ist ja lebensgefährlich. Okay. Mei, oh mei, du. So, lass mich raten, dass wir Flitsch gleich haben, wenn es fertig gebrutzelt ist. Wenn ich es richtig verstanden habe. Gucken wir gleich. So. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Eigentlich nur noch, dass es mit Insekten fehlt. Nö, wir haben aktuell null Aufträge. Okay. Jut, jut, jut. Da haben wir aktuell nichts weiter zu tun. Dem. Gut, aber wie komme ich denn an die anderen Werkzeuge? Das ist eine berechtigte Frage. Wir reden nochmal mit der Dame. Wir sind zumindest gerade bei 14.16 Uhr. Ja, ja, ich kann die täglichen Aufgaben nicht komplett machen, Lady, weil ich habe kein Netz und ich weiß nicht woher. Ja, den kriege ich einen Ofen. Okay. Oder der Ofen. Eine Zukunft für die Zukunft, ja, ja, aber... Ja, 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 genau, ein Käfernetz, genau. Ich dachte, die gibt mir das jetzt hier, aber... Die alte ist. Ja, ja, die alte ist, ein Schlafsack gibt's auch noch, okay. Gut, ja, denn.
Okay, da ist das Käfernetz. Sehr schön. Das wollte ich haben. Und das ist der Schlafsack. Wunderbar. Kann man irgendwie, ich glaube, ja, die Sachen hier sortieren, ne? Warte mal. Nein. So, erstmal packen wir mal da hin. Den legen wir gleich hin und das packen wir erstmal nach oben. Ich weiß mir nicht genau. Das kann ich wahrscheinlich so essen, aber braten kann ich es auf jeden Fall nicht. So, wo sind denn hier Käfer zum Einfangen? Wo? Ich sehe ja nicht mal Käfer. Da gibt es keine Käfer. Ich wollte nur eigentlich nicht kilometerweit wegrennen, weil ich mich sonst wieder verlaufe. Das ist ein Käfer? Das ist eine Muschel oder sowas. Ah, das ist eine Muschel. Hier wird wahrscheinlich noch was kommen, bin mir nicht so sicher, aber... Vögel kann man auch nicht einfangen, ne? Jede Menge Muscheln liegen hier, ja. Aber Käfer... Da ist was. Ah, Blue Moon Butterfly. Sehr schön, sehr schön. Aber wie viel müssen wir noch mal fangen? Ich glaube zwei, ne? Warte mal. Zwei, ja. Zwei, sehr schön. Ach, guck mal, Kakadu. Sehr schön. Ich sage ja, das ist leicht australisch angehaucht. Oder was heißt leicht? Das spielt, glaube ich, komplett in Australien. In einem utopischen Australien, ohne dass es was steht. Das ist ein Kaktus. Wie kein Kaktus. Irgendwelche Insekten. Irgendwas habe ich ja gerade gesehen. Ja. Spinne oder sowas. Jo, eine Spinne. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann hätten wir die Aufgabe auch erledigt. Dann packen wir erstmal unseren Schlafsack, würde ich sagen, bei uns ins Zelt. Und dann reden wir nochmal. Jetzt sind hier jede Menge, natürlich. Natürlich, natürlich. Wo waren jetzt nochmal unser Zelt? Das ist nicht unser, ne? Ne, da ist unser. Gut. Wie gesagt, ich muss mich ja auch erstmal reinfriemeln. Ich habe von dem Spiel absolut keine Ahnung. So, den packen wir jetzt erstmal hin. Wir müssen ja auch irgendwo schlafen können. Wunderbar. Aber wir haben jetzt 16 Uhr. Gut, ist ja auch schon fast Schlafzeit. Ne, wir sind bei 16 Uhr. Passt also. Oma, was machst du denn hier draußen? Das ist gefährlich. Hier sind Spinnen, du. Ja, gut, die habe ich alle fertig. Crafting Fire. Ja, ja. Bug Hunting, Sleeping. Brauche ich nicht fragen. Brauche ich nicht fragen. Das weiß ich. Gut, wahrscheinlich komme ich hier so jetzt nicht weiter. Wahrscheinlich sind die Aufgaben... Wenn ich mich schlafen lege, ist ja der nächste Tag, aber die Aufgaben habe ich erfüllt. Please sleeping. Ah, alles klar, das Schlafen soll ich noch. Das ist noch eine Quest. Okay, okay, aber das ist noch ein bisschen früh zum Schlafen, ne? Dann nehmen wir erstmal hier mit. Wir nehmen das nochmal mit. Wir sammeln erstmal ein bisschen Holz. Ich glaube, das brauchen wir sowieso alles. Wir kriegen wahrscheinlich auch noch richtig Werkzeug alles, dass wir hier wirklich mal ankommen, ordentlich rumzumalochen. Oh, wie ich? Ich will hier richtig schöne, große City aufbauen. Weil wir haben auch Leben verloren. Wodurch? Können wir das vielleicht... Warte mal. Alles so hoch sibbeln geht's nicht, ne? Das muss ich vor einzeln hochlegen. So, warte mal. Wie esse ich den? Wie esse ich den? Das ist eine gute Frage, ne? Ah. Ne, dadurch kriege ich mein Leben nicht aufgefüllt, sondern nur meine Energie. Okay. Aber hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Das Ki gehen wir schon hin. Wie heißt es immer so schön? Alle Anfang ist schwer, ne? Ich bin nur ernsthaft überlegen, nicht doch vielleicht lieber auf Tastatursteuerung zu wechseln. Irgendwie ist die Controllersteuerung umständlich, finde ich jetzt. Aber abwarten. Was ist denn das? Ein Rubu?
Was ist denn ein Rubu? Keine Ahnung. Da sind hier auch jede Menge Erze. Ja, es wird ja auch dunkel, ne? Ich glaube, dann können wir uns jetzt gleich mal schlafen legen. Sehr schön. Das war irgendwo da hinten. Glaube ich, weiß ich nicht. Verdammt, jetzt geht's... Da! Er zeigt das zum Glück an der Termine. Okay. So, den legen wir uns... Wovon haben wir nicht Schaden gekriegt? Erstmal schlafen. Jo. Leg dich. Jahr 1, Sonntag. Erster Sommer. Okay, wir haben ein bisschen hochgeskillt im Essen sammeln. Ja, gut, und Holz sammeln, allgemein im Sammeln halt, ne? Und ein bisschen im Käfer sammeln und ja, null Dings Internet. Alles ist klar. Gut. Ich bin mal gespannt, wie das nachher später ist, wenn es auf Deutsch ist. Das wird noch ein bisschen dauern, wie gesagt, aber... Willst du nicht ausdehnen? Hallo? Wie komme ich jetzt wieder? Ah. Muss erst mal rausfinden, wie ich hochkomme. Mann, Dodo! Gut. Ah, guck mal. Guck mal. Jetzt ist er auch da. Du bist John, ne? Und das ist der Lad. Ah, hier kriege ich Werkzeuge. Sieh mal an. Jo, ich bin Nosi. Ja. Ja. Alter, der hört sich an. Okay, er ist der Laden hier. Er verkauft Sachen, alles klar. Er kauft auch Sachen auf. Okay. Vor allen Dingen exotische Sachen. Juhu. Oh, die haben hier irgendwie alle Sammelwasser getrunken, ne? Ich meine, wir haben 250. Was ist das da? Siege, okay. Grill. Also noch ein Fangnetz, Axt, Spitzhacke, Angel, Schaufel, okay. Bevor ich mir da jetzt aber Werkzeuge kaufe, ich rede auch mal mit Fletch. Also mit Umme. Hallo Umme. Good morning, yo, good morning. Yo, wir haben mit John geredet. Er hilft uns hier zu starten, ja, für Geld, natürlich für Geld. Umsonst macht er hier nichts, ne? Jo, dass er der Händler ist, habe ich schon mitgekriegt. Er kauft Früchte, Fisch, Käfer und halt Erze, Steine und sowas. Okay, und er verkauft Tools, ja, Werkzeuge. Mining Equipment, okay, Locking Tools und Fishing Equipment. Also alles, was man so braucht zum Leben. Okay. Was? Lizenzen? Du brauchst Lizenzen dafür? Wo kriege ich denn die Lizenzen her? Aha. Ja, also bei ihr, aber... Na, dann gib mir die Lizenzen. Für die Permit... Ah, jetzt weiß ich, wofür die gut sind. Okay. Alles klar, du brauchst Lizenzen, um bestimmte Werkzeuge benutzen zu können. Und dafür brauchen wir die, ja, Mining-Lizenz, Locking-Lizenz, also für Holz, zum Fischen, zum Buddeln, zum Jagen sogar. Da kann ich wahrscheinlich die Waffen so benutzen. Farm kann man noch. Und Vehikel, es gibt sogar Fahrzeuge. Aber die Preise, Alter. 1200. Ich weiß nicht, ob Mining jetzt so wichtig ist. Ich glaube, am Anfang war Holz wichtiger, ne? Aber ich hole mir erstmal hier die Locking-Lizenz, damit ich Holz hacken kann. Mehr kann ich mir aktuell nicht leisten. Jo, so. Mehr können wir uns eh nicht leisten. So, darf ich mir denn jetzt, wenn ich es mir leisten kann? Ah, jetzt haben wir auch eine Building-Lizenz zum Bauen. Okay. Kann ich mir jetzt mal eben die Axt kaufen? Die Lizenz habe ich ja. Kostet 1000? Ja, das hier zum Pflanzen und Bäume fällen, das ist mal bewahrt. Komm, vielleicht geht's ja. Okay, geht nicht. Ey, wo kriege ich jetzt die 1000 her? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich meine, warte mal. Es hieß ja auch, er
kauft Sachen auf, ne? Wie kann ich denn Sachen bei ihm verkaufen? I want to shit. Sell goods? Gut. Kauft er immer gleich alles, oder? Kauft immer gleich alles, ne? Ich verkaufe ihn erstmal außer meinem Holz die ganzen Gedöns hier. 4002. Jo, der Typ lässt gut Geld springen. Sehr schön. Hier, wir kaufen die Axt. Jo. Wunderbar. 1000. Jo. So, wir helfen der Ochs. Sehr schön. Was ist das da? Ja, hier dieses komische Pupu-Zeugs da. Das packen wir erstmal hier oben mit hin. Die werden wir gleich noch grillen. Die Axt, die kommt denn hier hin. Wunderbar. Und ich will nochmal kurz gucken, weil wir haben ja... Du hast einen Job, wir sollen einen Job für jemanden machen. Da muss man mal rausfinden, wie es geht. Wir sollen 2000 Geld spenden. Gut, das habe ich schon gesehen, das geht bei Oma. Und wir sollen 15 Pflanzen. Okay, von diesem Wattelzeugs da. Und ich glaube, damit verdienen wir Geld, ne? Oder... Ich will nur mal kurz die Axt ausprobieren, bevor wir da grillen. Einfach hier so raufkloppen. Gut stabil, die Bäumchen. Da kriegen, was kriegen wir da von Holz raus? Okay, Samen kriegen wir und normales Gummiholz. Das Zeug finden wir da auch so überall. Okay. Aber spenden könnten wir das Geld rein, theoretisch. Das haben wir, glaube ich, noch. Oder? Wo sehe ich mein Geld? Inventar? Ja. Ja, das gönnten wir. Aber mit dem Job, das muss ich noch rausfinden. Und was war das noch? Diese Pflanzen, ja. Aber wie komme ich denn überhaupt an Sachen zum Herstellen? Das ist eine gute Frage. Ich muss noch einmal nach Ömer rein. So, Wege, Zäune, ja, Lagerfeuer und so, das wissen wir, ja. Crafting Table, Kochtable, wahrscheinlich hier alles, aber wir müssen wahrscheinlich die Lizenzen dafür kaufen. Vermute ich mal. Dafür müssen wir Geld verdienen. Wie wir jetzt großartig an Geld kommen, das ist mir noch nicht so ganz ersichtlich. Kriegen wir schon hin. Hier, hau rein. Sehr schön. Wir haben jetzt Zeit, ne? Wir haben Zeit. So, den nächsten bitte. Ich will das noch kurz brutzeln, damit ich im Notfall immer ein bisschen was zu essen da habe. Ist ja nicht viel. Es geht zumindest schneller als in 7 Days. So. Holz, ja gut, ich könnte jetzt natürlich hier alles abholzen, was mir lieb und teuer wäre, aber allerdings, was bringt es mir aktuell? Wenn ich daraus nichts bauen kann, ne? Ich glaube, ich mache erstmal die Tagesaufgaben, versuche es zumindest. Hier, ich soll das Zeug her da sammeln. Ein paar Stück davon, 15 Stück oder so. So, die ist auch fertig. Hier, ein paar Gerinnen. Den nimmst du mit. Aber da muss ich gleich mal gucken, wo das Zeugs alles ist. Also ich sehe hier jetzt nichts mehr. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, da wächst auch noch was dran. Vielen Dank, vielen Dank. Und bloß aufpassen, nicht wieder das Feuer zu laufen. Das ist ja so gar nicht gesund. Zack, zack, zack. So, das sind aber immer noch nicht genug. Hier müssen noch irgendwo so eine komischen Büsche sein. So, ist noch eine. Hier, das Holz nehmen wir auch mal mit. Die ich nehme mit. Sehr schön. Da ist definitiv auch noch einer. Oder zwei sogar. Doch nicht da runter, Mensch. Was machst du? So nicht. Pass auf, wo du es hinwirfst. Okay. Ja, das gibt das für die Lizenzen. Alles gut und schön. Aber wie kommen wir denn an Geld? Nur durchs Verkaufen bei John? Ah,
Ah, vor allem, wie machen wir einen Job? Wie machen wir einen Job? Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wir haben ja auch noch die Aufgabe hier durch das Sammeln. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man das Zeugs hier verkaufen. Weil da liegt Fleisch. Nimm mal mit. Da liegt einfach mal so Fleisch in der Gegend rum, okay? Ja, warum nicht? Kann man das Zeug aussammeln zum Verkaufen? Kann man nicht, gut. Man, da drüben liegt auch so viel. Oder vielleicht kann man da noch irgendwie nachher Schätzen suchen. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen danach aus, ehrlich gesagt. Kann man alles verkaufen? Kann man alles verkaufen? Fleisch. Gut. Mining können wir noch nicht. Da fehlt uns die Lizenz. Während Dauders Ram. Aber hier ist auch nichts mehr zum Sammeln. Mal abgesehen davon. Ach, Haie gibt's ja auch. Kann man hier die Muscheln sammeln? Jo. So, was haben wir denn überhaupt noch für Aufgaben? Gut, 2000 spenden. Ja, ja. Und halt den Job. Gut, vielleicht gibt es hier die Jobs ja noch Geld. Die Frage ist, wie kriege ich einen Job? Muss erstmal wieder nach Hause finden, dann müssen wir... Wir haben ja nur zwei NPCs, dann muss ja einer von den beiden sein, der uns einen Job gibt. Na, Dodo? Das kriegen wir schon hin, die 2000 Spenden kriegen wir genauso hin. Denk ich mal, hoffe ich mal, mach ich mal, will ich mal, kann ich mal. Wir werden es ja sehen. Wir spenden erstmal die 2000. Ja, kann ich anscheinend nicht. Obwohl wir sie haben. Der Town ist... Ah, sie akzeptieren gerade keine Spenden. Warum nicht? Wie soll ich denn spenden? Ja, ich weiß, dass John das verkauft. Das habe ich schon alles gesehen. Ja gut, jetzt haben wir wieder Geld. Ja, das ist klar. Aber wir können immer noch nichts spenden, ne? Nö. Hihi. Ah, gut. Ja gut, wir brauchen natürlich die Tables oder die Tischsäge. Das ist mir klar. Das sind nur die Erklärungen, wie was funktioniert. Gut. Wahrscheinlich geht das Ganze erst später. Wir brauchen erstmal die Tischsäge, sagt die Gute. Ich will aber erst nochmal einen Job. Vor allem, guck dir mal die Tischsäge an. Die große 5200. Ich bin doch nicht Krösus, Mensch. Ist das vielleicht sein Job? Was ab? Gott, ein Job für mich? White Dress. Ah ja. Ich soll doch jetzt nicht als Braut hier vor dir rumtänzeln, oder? Okay. Das ist klar. Oh, warte mal. Okay, war das schon der Job? Alles ist klar. Ja, das mit dem Spenden müssen wir mal gucken. Ich kann irgendwie gerade nichts spenden. Aber wir haben doch tatsächlich... Okay. Halt, falsche Taste. Wir ziehen das mal an. Okay. Wir sehen das auch. Oh mein Gott. Okay, das behalten wir an. Das sieht so panne aus, das behalten wir an. Alles klar. So, wir sollen auf jeden Fall die Tischsäge kaufen. Zum Planken machen. Kostet 5200. Die haben wir nicht. Jut. So, komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Ja, sehr gut. Ich habe was für dich. Du zahlst gut, mein Freund. Nimm meine Klamotten, Chris. Das auch nicht. Ich weiß zwar nicht, wofür das Zeug gut ist. Das verkaufen wir alles mal. Genau, das Fleisch brauchen wir bestimmt noch, aber... Hier, den Rest, den verschäbeln wir mal. Sehr schön. Naja, obwohl, das war mir gezeigt, mein Freund.
Aber es reicht zumindest für die Tischsäge. So, warte mal. Ich komme gerade auf das weiße Kleid nicht klar. Aber wir behalten es an. Wir kaufen jetzt die Tischsäge. Das ist sehr schön. Ja, zum Plankensägen. Das ist mir bewusst. Was soll man sonst mit der Säge? Okay. Die haben wir, die haben wir. Den reden wir jetzt nochmal mit guten Ümmerchen. Jo, ich hab die. Ich hab die. Das ist quasi erstmal das Art Tutorial. Okay, ich soll. Warte mal, irgendwas. Ich hab's jetzt nicht ganz gelesen. Irgendwas soll ich sägen. Oder? Die Tagesaufgaben sind auf jeden Fall fertig. Naja, Fotos, Animals. Hier gibt es also auch noch Tiere. Steht hier nichts so? Auf jeden Fall soll ich wahrscheinlich erstmal. Ich hab nicht aufgepasst, verdammt. Das Ding wahrscheinlich ausstellen und irgendwie. Kann man überhaupt mal ausprobieren. Wir stellen die jetzt mal hier hin. Irgendwann müssen wir hier mal was Richtiges aufgebaut kriegen. Obwohl er hier ja was Neues anzeigt im Journal, ne? Aber was? Aber was? Hier, das, ne? Ja. Okay. Wegen dem Job. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann stellen wir die Tischsäge jetzt mal hier auf. Sie ist so richtig, oder? So steht sie schon gut erstmal. Sehr schön. So, ich muss wahrscheinlich. Ich will es mal ausprobieren. Das Holz in die Hand nehmen. Falsche Taste. Oh, die Tastenbelegung bei Xbox-Controllern sind furchtbar. Das ist so gut. Okay. Dann säbeln wir hier mal so ein bisschen. Wir haben ja nicht viel. Ich weiß gar nicht, wozu ich die brauche. Wir machen es jetzt einfach mal so. Ist ja jetzt auch nicht viel, die wir haben. Und den noch mal googeln. Okay, das war auf jeden Fall Achievement oder sowas. Wir haben es ja gleich. Wir haben nur noch 5 Stück. Aber ich glaube, wenn wir da später wirklich mal sehr große Mengen oder so machen müssen, sind wahrscheinlich wieder wie ein CFD, ein Zeitraffer oder so. Mal gucken. Und das dauert ja sonst ewig. Wer will, das will doch keiner sehen, wenn man hier dann 10 Minuten steht und sieht. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt 17 Plonkien. Dann gucke ich jetzt mal kurz hier ins Büchlein. Jo, das war ein Achievement. Sehr schön. Gut, 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 gut. Dann gehen wir nochmal zu Ömerchen. Dim, dim. Aha, aha, aha. Jo, jo, jo. Was denn für ein Job? Camping ist fein. Aha. Moorpeppermint-Struktur, ja, also mehr Gebäude. Ja, das will ich auch mal. Sonst wird es eine echte Stadt, ne? Zinnohr. Also Tinnohr. Okay. Ja, ich Problem ist, ich brauche eine Bergbaulizenz. Aber ich glaube, die könnte ich mal kaufen. Was? Sie will ein Campfire, 3 Stones, 10 Tenor? Jo, aber erst muss man natürlich die meine Lizenz kaufen, ne? Natürlich. Das ist alles geldgierige Haufen hier, aber wirklich alles. Jo, hier, Lizenz. Vorher kann ich natürlich nichts abbauen, ne? Mining-Lizenz, ja, das ist die, ne? Gut, leisten kann ich sie mir inzwischen. Dim, 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 dim. Sehr schön. Die Mining-Lizenz haben wir. Fishing-Lizenz gibt's noch. Das ist Erde. Die brauchen wir wahrscheinlich auch noch, aber die ist übelst teuer, ne? Wo ist denn die Building-Lizenz? Die brauchen wir garantiert später auch, aber eins nach dem anderen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal wieder bei dem Geldabzocker John. Lass mich mal Rinder. Shop geschlossen. Was ist denn los, Mensch? Wieso macht der jetzt zu? Wir haben doch gerade mal 16 Uhr, Mensch. Also bis 24 Uhr kannst du wohl mindestens geöffnet haben, mein Freund. Nee, nee, nee. Ich brauche eine Spielzeuge, Mensch. So wird da nichts. Ich habe aber noch keine Waffe, nix, ne?
Aber ich glaube, ich werde mir die eh nicht leisten können, weil wir haben 100.000. Ich müsste sowieso erstmal Geld scheffeln und das wird wohl am besten, würde ich sagen, meiner Meinung nach, sah bis jetzt so aus, durch Insekten gehen. Wenn mal welche da sind, hier sind ja so gut wie nie Insekten. Wird auch Nacht, ne? Den können wir nicht fangen, oder? Nö. Ja, also hier an Geld zu kommen, ist schwer. So, das kannst du gar nicht erzählen. So. Ich meine, die Sachen kann man wahrscheinlich auch aussammeln hier. Das sind Muscheln. Die bringen wahrscheinlich auch ein bisschen Kleingeld, aber nicht allzu viel, vermute ich mal. Aber ich muss ja irgendwie an Geld kommen am nächsten Tag. Ne? Da ist noch ein Schmetterling. Sehr schön. Ich muss mir ja auch eine Hacke Spitz kaufen. Oh. Warte mal. Okay. Sehr schön. Man kriegt sogar Achievement fürs Laufen. Wunderbar. Ich meine, dadurch, dass das Spiel komplett auf Englisch ist, ist es ein bisschen schwierig. Da muss man mal ein bisschen gucken. Weil alles an Englisch kann ich ja noch nicht. Was man jetzt genau machen muss. Aber es geht. Es geht. Es geht. Also man kommt rein. Und ich glaube, das ist ja auch nur der Anfang bis jetzt. Ja gut, aber ehrlich gesagt sind hier für meinen Geschmack zu wenig Insekten unterwegs. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man die anderen Tiere auch irgendwie fangen kann oder töten kann für Fleisch oder sowas. Das kommt hier alles noch, das gürmt ja noch, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Was meinst, ne? Das ist meins. Gut, dann werde ich hier jetzt einmal kurz aufräumen. Nein. Das kommt jetzt erstmal alles nach oben, damit ich es aus der Leiste rauskriege. Sehr schön. Das werden wir alles verschäbeln bei Jun am nächsten Tag, damit wir an die Spitzhacke kommen, damit wir die Aufgabe machen können. Das ist unser Esen. Ich weiß nicht, wofür wir das da brauchen. Aber das kriegen wir schon hin. Nein, das bleibt hier. So. Unsere Tagesaufgaben haben wir erledigt und hier. Gut, das könnten wir machen. Ein Campfire und dreimal Stone, das kriegen wir hin. Aber wir kriegen halt die Zinnuhr nicht hin. Dafür brauchen wir erstmal die Spitzhacke. Und die müssen wir uns erstmal kaufen. Und das Geld haben wir wahrscheinlich, wenn wir es verkaufen. Aber der Gute hat ja zu. Okay, das ist typisch. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Für den ersten Eindruck ist es doch schon was. Macht Spaß. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Es stört ein bisschen, dass es nicht auf Deutsch ist, aber ich kann es auch verstehen. Das ist nur ein einziger Entwickler. Da dauert das ein bisschen. Also das ändert aber nichts am Spielspaß. Wenn man ein bisschen, zumindest ein bisschen, so wie ich, gebrochen Englisch kann, dann geht es einigermaßen. Es lässt sich spielen. Bis daher verabschiede ich mich erstmal. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Wie lange wir das machen, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, das ist erstmal Let's Test. Aber vielleicht machen wir daraus auch einen letzten Play. Je nachdem, wie sich das Spiel noch entwickelt. Bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Bye, bye.